Das sind die besten Must-Haves für eine realistische That-Girl-Morning-Routine. Die meisten That-Girl-Morning-Routinen starten für alle verpflichtend um 5 Uhr, aber wenn du hier nicht unbedingt aufstehen musst, dann do what works for you, weil ich stehe um 7:30 auf und dann geht's auch ab ins Badezimmer und hello, neu bei DM und super spannend ist diese Munddusche von Dontodent. Sie soll mit 3 Reinigungsprogrammen die Reinigung der Zahnzwischenräume erleichtern und ich muss sagen, die Anwendung ist gar nicht mal so einfach, aber wenn du magst, gebe ich dir da gerne nach längerer Testphase nochmal ein Update. Wusstest du, dass du dein Gesicht gar nicht jeden Morgen waschen musst? Wenn du das Gefühl hast, du hast in der Nacht nicht geschwitzt und deine Reinigung vom Abend sitzt noch, kann das nämlich ausreichen. Wenn du zu oft reinigst, kann deine Hautbarriere nämlich gestört werden und das wollen wir nicht. Das verursacht nämlich Hautunreinheiten. Und speaking of Hautunreinheiten, habe ich aktuell ein paar kleine Pickelchen und deswegen gehe ich mit Salicylsäure ran. Die hat nämlich die Eigenschaft, abgestorbene Hautzellen zu entfernen und das Hautbild zu verfeinern. And now Vitamin C Serum für die Haut und Vitamin C Zitronenwasser für den Körper. Das hat nämlich eine verdauungsfördernde Wirkung, hydriert und einen alkalischen Effekt, also ist basisch im Körper unterm Strich gesagt super gut für deine Verdauung und dein Wohlbefinden. Ich mache das so ein bisschen anders als sonst. Ich lege die Zitrone nämlich über Nacht in Wasser ein. Ich kann nämlich viel, viel besser die ganzen Vitamine, Mineralstoffe und ätherischen Öle an das Wasser abgegeben werden, ohne dass das so krass sauer ist, was mir an sich nichts ausmacht, aber was für die Zähne gar nicht gut ist. Ich habe ewig nicht mehr gejournalt. Ich habe das Journal, ein Erfolgsbuch und meinen Terminkalender. Ich starte direkt mit meinem Terminkalender. Ich arbeite zwar immer digital, aber irgendwie brauche ich manchmal was zum Aufschreiben. Und ich liebe es auch, mir so To-Do-Listen zu machen. Das muss ich auch morgens machen, weil sonst habe ich das Gefühl, dass ich den Tag halt starte und gar nicht richtig weiß, was ich heute schaffen möchte. Und dann am Ende bin ich irgendwie überfordert, habe das Gefühl, ich habe zu wenig geschafft. Aber wenn ich weiß, ich will heute nur 2 Dinge schaffen und dann schaffe ich sie, dann fühle ich mich erfolgreicher, falls es Sinn macht. Ich nehme den Podcast heute auf und das bedeutet, wenn dieses Video online geht, ist er morgen online, also am Montag. Und wir machen ein richtig cooles Video für nächsten Mittwoch. Dieses Buch habe ich bei TK Maxx mal gefunden. Das habe ich eigentlich nur als Requisite gekauft. Und da habe ich noch nie reingeschrieben. In fast allen That Girl Videos sind Journals zu sehen. Und ja, ich liebe Journals auch. Und ich finde, sie können einen positiven Impact auf deinen Alltag haben. Aber ich mache das auch nicht jeden Tag, weil das bei mir so eine Art Druck erzeugt. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich verpflichtet fühlst, da reinzuschreiben, solltest du das sein lassen. Es ist völlig in Ordnung, ab und zu mal reinzuschreiben. Den Kaffee trinke ich niemals direkt nach dem Aufstehen. Ich lasse immer ein bisschen Zeit vergehen, weil das sonst Stress für dein Körper ist. Unser Cortisolspiegel, auch als Stresshormon bekannt, ist nach dem Aufstehen nämlich an seinem Höhepunkt. Lieber ein bisschen warten, bis der Spiegel abnimmt, da Koffein die Freisetzung von Cortisol beeinflussen kann. Zeit für einen Neujahrsglow. Und wenn die Morgenroutine schnell gehen muss, muss es für mich Typology sein. Denn viele der Typology Must-Haves ersetzen weitere Make-up-Produkte, wie zum Beispiel das getönte Serum mit Vitamin C und Squalan und Aloe Vera. Und Squalan und Aloe Vera sorgen für eine langanhaltende Feuchtigkeitsversorgung. Vitamin C verleiht eine strahlende Haut. Und das Ganze ist nicht nur 99% natürlich, sondern auch noch silikonfrei. Und ich gehe gleich zum In jedem Video fällt mir irgendwas runter. Ich wollte eigentlich sagen, Skincare ist done. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Make-up. Aber nur ein bisschen, weil wir zum Yoga gehen. Da wollen wir jetzt kein Fullface. Ich starte mit der getönten Augenpflege/Concealer. Die Key-Inhaltsstoffe sind Koffein, was das Auftreten von Schwellungen und dunklen Augenringen verhindert. Niacinamid. Das hat entzündungshemmende Eigenschaften, die Unregelmäßigkeiten bekämpfen und einen ebenmäßigen Teint fördern. Das ist die Farbe 1 und das ist die 2. Du siehst, die Farbe 2 ist schon deutlich dunkler. Ich würde dir auf jeden Fall bei Typology empfehlen, ein bisschen heller zu gehen. Und ich mische das jetzt sehr, sehr gerne. Hier unten kommt die 1 hin. Kannst du entweder mit den Händen verblenden, mit einem Schwamm oder einem Pinsel. Ich weiß, es sieht hier schon sehr, sehr dunkel aus, aber ich nehme das immer als Bronzer. Dann sehe ich nämlich gleich viel so frischer und sonnengeküsster irgendwie aus. Du weißt, ich liebe Hacks, um Geld zu sparen. Und wenn ich mit einem Produkt mehrere Sachen machen kann, finde ich das immer ziemlich nice. Es lässt sich halt so richtig schön verblenden, ne? Weil es eine Pflege ist und dadurch, dass wir ja Skincare schon drauf haben, verblendet sich das so sehr, sehr gut. Du siehst, wie schön der die Augenringe abdeckt, aber auf so eine richtig schön natürliche Weise. Man sieht halt immer noch aus, als wäre man einfach nur so ein bisschen eingecremt, ein bisschen glowy, aber wir pudern auch gleich noch ein bisschen ab. Look, Augenringe, goodbye. Zum Setten. Ja, das habe ich ja noch gar nicht so lange, aber ich bin schon sehr verliebt. Und was wir auch sehr lieben ist, dass wir eigentlich wissen, dass Typology ohne Rabattcodes arbeitet und wir dennoch einen Deal für die Community raushandeln konnten. Ab einem Einkaufswert von 45 Euro erhältst du nämlich die 10 Ingredient Handcreme gratis in Originalgröße mit dazu. Das Angebot lässt sich aber nur über den Link in der Infobox aktivieren, also schau da gerne vorbei. Jetzt trage ich eigentlich nur noch so ein bisschen Cream Blush auf. So, um ein bisschen einfach Farbe im Gesicht noch zu haben. Ich habe jetzt durch die Skincare hier schon relativ gut glowen.
mir reicht und gefällt es so auch. Ich liebe diesen Glow. Wenn du sagst, du willst ein bisschen mehr oder du glowst von sich aus nicht so viel, dann kann ich dir die Glow Drops auch sehr empfehlen. Die kannst du entweder punktuell auftragen, so als Highlighter, aber du kannst sie, und dafür sind sie nämlich eigentlich gedacht, du hast hier nämlich auch Vitamin C mit drin, auch komplett übers Gesicht auftragen. Ich zeig dir das mal, das ist nicht zu viel. Siehst du den Glow auf meinem Arm? Ich habe das jetzt bis hier unten aufgetragen. Das sind meine absoluten Lieblinge von Typology. Und das Krasse ist, wir haben hier eine Lippenpflege, okay? Das ist kein Lipgloss, aber es sieht aus wie ein Lipgloss. Mein Highlight, wir kommen hier ohne Bienenwachs, ohne tierische Pigmente, ohne Silikone oder Parfüm aus. Und das Ganze pflegt die Lippen und spendet Feuchtigkeit, weil wir hier Key-Inhaltsstoffe wie Squalan, Jojobaöl und Vitamin E haben. Schön gepflegt, bisschen rosé, unauffällig, liebe ich sehr. Wenn du sagst, es darf ein bisschen mehr sein, und bei mir darf es manchmal ein bisschen mehr sein. Das ist mein absoluter Favorite. Und mit Lipliner noch krasser, guck mal. Da nehme ich dann meistens einen Lipliner, der auch in meiner Lippen Farbe ungefähr ist. Absolute Lieblingskombi. Bisschen unsauber aufgetragen, muss ich zugeben, aber ja. Wir können ja über alles diskutieren, ne? Aber bei den Lippenölen must have. Normalisieren wir eine Slow-Morning-Routine. Ich genieße diese Morgenroutine gerade so sehr, möchte an der Stelle aber sagen, dass das nicht jeden Tag so aussieht. Also das ist jetzt wirklich, wenn ich nicht arbeite am Wochenende, wenn ich nur Social Media zu tun habe, weil unter der Woche kennst du ja meinen Alltag, sis. It's a lot. Heute mache ich richtig entspannt und jetzt geht's erstmal zum Sport. Darauf freue ich mich schon sehr. Eine Stunde Yoga habe ich gerade gemacht. Also das ist so eine Mischung aus Yoga, Tai Chi und Pilates. Und ich habe gemerkt, ich habe das in letzter Zeit ganz schön vernachlässigt. Also in meinem Podcast habe ich ja schon erzählt, dass die Neujahresvorsätze real sind und Sport gehört dazu. Aber momentan läuft es ganz gut. Ich mache jetzt hier noch eine halbe Stunde Stairmaster hinten dran. Einfach, weil ich weiß, ich werde heute wieder viel zu Hause sein, viel Videos drehen, viel am Laptop sitzen und da wird Bewegung fehlen. Ich habe meine Kopfhörer vergessen. Das ist natürlich jetzt ein richtiges Minus, ne? Okay, hier habe ich noch ein bisschen an meinem Neujahresvorsatz geübt. Schreib mal in die Kommentare, wenn du weißt, was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe. Und ein kleiner Tipp, das war das gleiche wie letztes Jahr. Eine kleine Runde bei DM schadet uns auf jeden Fall nicht. Ich brauchte nur was fürs Frühstück. Fast hätte ich diese Cornflakes gekauft, ist jetzt per se kein schlechtes Lebensmittel, aber hat für mich gerade keinen Mehrwert. Hab zurückgestellt, weil ich auf meine Ernährung wieder achten möchte. Im Anschluss gab es noch einen schönen Podcast, kleine Erinnerung an unseren Podcast. Und bei Rossmann habe ich dann etwas vorbereitet fürs Video, was am Mittwoch online kommt. Für mein Frühstück brauche ich etwas Pflanzenmilch. Ich muss sagen, die schmeckt pur gar nicht nice, aber in Porridge oder so ist das eigentlich ganz okay. Ein paar Haferflocken, ich nehme immer die von Köln oder die Bio-Haferflocken von Kaufland sind auch sehr nice. Geschrotete Leinsamen, die mache ich immer selber. Also ich kaufe die im Ganzen und schrote sie dann selber, damit halt alle Mineralstoffe und Vitamine noch enthalten sind. Mango, Erdbeere und, I don't know, Ananas oder so. Richtig leckerer Frühstückstopper von Kaufland. Okay, don't judge, die sind so lecker. Ich nehme davon wirklich nur ein bisschen, weil da ist trotzdem halt an zweiter Stelle Rohrzucker. Und etwas Peanut Butter, die natürlich zuckerfrei und vegan ist. Ohne Palmöl, lieben wir. Okay, jetzt nicht blinzeln, weil das geht richtig schnell. Einfach die Pflanzenmilch mit den Haferflocken in einen Topf geben, aufdrehen und aufquellen lassen, beziehungsweise aufkochen lassen. Damit ich lange satt bleibe, ist jetzt eine Proteinquelle notwendig und dann nehme ich mein veganes Eiweißpulver. By the way, veganes Eiweißpulver schmeckt nicht nur ziemlich nice, sondern ist beim Kochen auch meistens viel, viel nicer, weil das nicht so gerinnt. Wenn du jetzt Molke nimmst, würde das gerinnen auf hoher Temperatur und außerdem wird es dadurch auch immer ein bisschen cremiger, also wenn du veganes Eiweißpulver nimmst. Ja, und leider habe ich vergessen, die Leinsamen mit reinzugeben. Das habe ich dann nachträglich noch schnell gemacht und das Ganze einfach mit all dem, was ich dir gerade gezeigt habe, dekoriert. Eines meiner absoluten Go-To-Frühstücke, weil das super schnell geht, lange satt macht und auch richtig lecker schmeckt. An der Stelle der kleine Hinweis, wir haben Januar. Viele Menschen versuchen gerade wieder die vegane Ernährung und ihr wisst, ich bin im Herzen eine kleine Veganerin und deswegen freue ich mich natürlich sehr, wenn du das mal probieren würdest. Schreib mir dann mal in die Kommentare, wie das so geklappt hat, woran es bei dir manchmal hakt oder ob du Fragen hast, ob du Hilfe brauchst. Ansonsten, jeder darf natürlich das machen, was er möchte. Ne? Das ist eine judgmentfreie Zone hier. Und ich freue mich sehr auf den Podcast morgen. An der Stelle möchte ich auch gerne vielen, vielen Dank sagen. Es ist unfassbar. Im Podcast werde ich erzählen, wie genau, aber wir sind gechartet. Wir sind in zwei Spotify-Charts mit dem Podcast. Ich bin so krass happy und glücklich und ich kann das gar nicht fassen und deswegen möchte ich gerne hier auch der YouTube-Fam natürlich Danke sagen, weil ihr seid ja die absolute Basis dafür, dass wir das alles machen, weil ohne YouTube gäbe es das ganze andere Instagram und Podcast und sowieso alles überhaupt nicht, denn hier ist der harte Kern. So, und an der Stelle sehen wir uns dann im nächsten Video, ich würde sagen am Mittwoch, hören uns morgen im Podcast, meine Güte, wir sind überall connected und auf Instagram mache ich heute auch noch ein Q&A. So, okay. Ah ja, und das Gewinnspiel vom letzten Mal möchte ich gerne noch auslosen und du darfst dich gerne bei mir melden. Schreib mir gerne hier nochmal in die Kommentare oder auf Instagram und dann schicke ich dir deinen Gewinn zu. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support und die Liebe. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.
I'm making you smile. I know I am what you need. And boy, you're just my type.